Hallo liebe Freunde, ja, weiterhin aus Phuket, ein neuer Tag ist angebrochen, wir sind schon am Schwitzen, es geht zum Monkey Hill, da sollen die Affen freilaufen und den Platz wollen wir uns mal angucken. In meinem heutigen Video besuche ich die Freedom's Beach und es gibt eine tierische Überraschung am Monkey Hill. Schön, dass ihr da seid. Monkey Hill, ich dachte, man kann da mal ganz locker mit dem Roller hochfahren. Ist nicht. 2,5 Kilometer und ein kerniger Aufstieg bei 40 Grad. Richtig heftig. Also, das ist mal nicht zu unterschätzen. Nach dem mächtigen Aufstieg, wow, da ist er ja schon. Freilaufende Affen, sehen wir unvorsichtig oder nicht? Schreibt in den Kommentaren, jetzt schauen wir mal, was passiert. Es scheint, die Äffchen hier oben sind friedlich, aber ja, ich war da gar nicht vorbereitet, habe mir da gar keine Gedanken drüber gemacht. Was für eine positive Überraschung, dass die Äffchen hier frei rumlaufen. Ich habe gedacht, man kommt an einen Aussichtspunkt und man kann sie in der Ferne mal vielleicht, wenn man Glück hat, sehen. Aber dass man sie hier so nah betrachten darf, wow, positive Überraschung. Aber ab und zu geht mit mir halt meine Abenteuerlust komplett durch. Babyäffchen, ach ist das putzig. Wunderbar, die beim Tollen zuzusehen. Ja, der Monkey Hill ist eine richtige Überraschung und ja, wir waren vielleicht ein kleines bisschen unvorsichtig, aber oh, dafür werden wir jetzt belohnt. So ist es halt. Ja, hier ist der Eingang. Hier sind sie am Kontrollpunkt und schweißgebadet, als hätte ich das T-Shirt unter Wasser gehalten. Also das ist eine mega, das sind so 1,5, 1,6 Kilometer hoch, nur berghoch, schweißgebadet und denkt hier bitte an Getränke. Gerade hier im Sommer jetzt ist es mächtig, aber das hat sich unheimlich gelohnt. Die Kamala Beach. Das wollen wir mal gucken, was diese Beach zu bieten hat. Der erste Eindruck ist schon wunderbar überall im Heim. Palmen, Meer, Strand, nicht so stark besucht. Ja, in Phuket findet man dann doch wirklich noch Plätze, die nicht so touristisch sind und wie auch hier, wie ihr sehen könnt, es ist wenig besucht und man hat Zeit, die Seele baumeln zu lassen. Jetzt machen wir uns erstmal auf. Wir wollen die angeblich schönste Beach mal besuchen und das ist hier auf Phuket, die Freedom's Beach. Ja, wir machen uns jetzt auf den Weg zur Freedom Beach und wir sind eigentlich schon an dem Parkplatz und wurden gleich zum Smoothie überredet. Boah, die sind sowas von lecker. Die Freedom Beach nur annähernd so stark ist wie dieser Weg dorthin, dann kommt was Fantastisches raus. Ja, dieser normale Weg zum Beach
Hat gleich was mit einer kleinen Wanderung, aber es sind ja nur 450 Meter und man läuft im Schatten. So, jetzt haben wir noch ein Schild, nur noch 100 Meter, also alles halb so schlimm. Die Freedom Speech, wie ihr gesehen habt, ist der Zugang nicht ganz so einfach, sind 500 Meter, aber dafür werdet ihr belohnt. Meiner Meinung nach die schönste Beach hier auf Phuket. Den Strand könnt ihr auf zwei Arten besuchen. Mietet euch einen Roller und macht es auf eigene Faust. Oder ihr könnt euch mit dem Boot hier reinschippern lassen. Zum Sonnenuntergang sind die Tagestouristen wieder verschwunden und ihr könnt einen magischen Moment erleben. Ein wundervoller Ort. Aber meine Reise ist noch nicht zu Ende. Der nächste Stopp ist Koh Samui. Bis dann!